Sid. Sid, ey. Was geht ab? Nix, ich fahr gerade auf den Nerd. Wir machen heute ein bisschen Sporttraining. Ja, das ist das passende Wetter dazu. Nimm ihn richtig hart ran. Habe ich mir auch gedacht, auf jeden Fall. Auf Sittler-Style. Auf Sittler-Style, du sagst es. Okay, dann gebe ich richtig voll Gas mit dem. Ich gehe ein paar Klamotten suchen. Super, dann sehen wir uns später auf. Bis später. Ciao. Ciao. So Leute, ich bin gerade hier in der Sportanlage, suche jetzt den Nerd, weil heute kommt einiges auf ihn zu. Heute mache ich aus ihm einen richtigen Gangster-Rapper. Erstmal fängt der Sport an und dann wird er ausgestattet und dann wird ein richtiger Motherfucker-Hit gemacht, damit ihr Bescheid wisst. Okay? Beim letzten Mal, wo ich den Nerd viel umgestylt habe, habe ich auf jeden Fall sehr viel Erfahrung gesammelt. In der Hinsicht von, wie man hier wirklich sehr krass ausstatten kann. Ich bin auf jeden Fall heute sehr gespannt, was eine Art von Nerd auf mich zukommt. Ich hoffe, der hält viel aus. Ich hoffe, der ist auch sehr kreativ. Und hoffe auch, dass er nicht so zu krass eingerostet ist. Dass man auf jeden Fall mit ihm sehr viel machen kann, auf jeden Fall, ja. Der sieht mir nach einem Nerd aus. Du siehst aus wie ein Nerd. Wartest du auf mich? Ich glaube. Mo? Alex. Wie geht's, mein Bester? Bestens, wie geht's dir? Schüchter, wie groß du bist, Alter. Stabiles Outfit. Das ist der Moduzzi-Style, Alter. Der Sidney-Style. Okay, Alter, ich hab einiges heute mit dir vor. Womit fangen wir an? Okay, du, man merkt, du hast Bock gerade, gell? Ich bin vorbereitet. Schon mal im Knast gewesen? Noch nicht. Dann wird's mal langsam Zeit, dass du heute im Knast landest. Das erste Programmpunkt mit ihm war auf jeden Fall, dass wir uns da in Frankfurt in der EZB Sportpark getroffen haben. Da habe ich mit ihm das JVA-Training abgeschlossen. Da habe ich wirklich ein sehr ekelhaftes Training mit ihm gemacht. Ich würde mal sagen, du stellst erstmal deine Sachen hier auf der Bank hin, alles ablegen, nimm nur deinen Stolz mit. Was wir als erstes mit dem Knast machen, wenn wir hier draußen sind bei unserer Sportstunde, ist, wir laufen ein paar Runden um den Platz. Bist du schon mal gejoggt? Hm. Wie oft? Nicht oft. Mag ich eigentlich nicht. Radfahrer eher. Also die Leute, die mich mal abfucken beim Autofahren. Gut, sehr gut. Dann fangen wir jetzt mal an zu laufen. Einmal rund um den Platz. Ich gebe immer die Zeichen, was ich für Bewegung machen muss. Und das soll nach Joggen aussehen. Du läufst mir da wie Alice im Wunderland. Arme nach oben. Im Knast ist es sehr, sehr wichtig, fit zu sein. Vor allem für das Gehirn und für die Gesundheit auf jeden Fall. Deswegen bringe ich Ihnen ein bisschen was bei. Danach zeige ich Ihnen, wie man Diebstahl macht. Nein, Spaß. Komm, da geht noch was. Bisschen, komm. Was ist denn das, Alter? Du rennst wie eine Giraffe. Mo hat angefangen, mit Alex zu trainieren. Er hat sein Knast-Workout gemacht. Mo will sich auf jeden Fall nicht nachsagen lassen, dass er halbherzig trainiert. Deswegen hat er das umso härter aufgebaut, das ganze Training mit Alex. Zeitgleich war ich in der Stadt unterwegs und habe nach geilen Sportanzügen gesucht. Du bist viel zu verkrampft. Du erinnerst mich an eine Morgenlatte. Und umdrehen. Andere Seite. Sehr gut. Und nochmal weiter joggen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie sich die Knastwärter gefühlt haben, wenn die uns rumkommandiert haben. Das ist schon geil. Noch zwei Runden, komm. Komm, und jetzt ein bisschen sprinten, komm. Komm, du rennst wie so ein Kripo-Beamter. Und stopp. Und, wie fühlst du dich? Ich hab gesagt, du wirst Radfahrer. Kein Jogger. Was war das für ein Radfahrer? Playstation oder was? Da wir im Gefängnis meistens keine Brustübungen haben, machen wir drei verschiedene Brustübungen mit der Hand. Einmal innen, einmal etwas außen und einmal ganz außen. Okay, erstmal runtergehen. Auf Liegestützposition. Eins, zwei. Dann gehen wir enger für Innenbrust. Eins, zwei. Ich zähle. Eins, zwei. Innen. Eins, zwei. Halten. Fünf. 4, 3, 2, 1. Hoch. Und wie fühlst du dich? Angestellt. Runter! Ich wollte gerade was sagen, gell? Ich bin nicht fertig. Hoch. Und ganz hoch jetzt. Fertig. Das war gerade 0,0000001 von einem Knasttraining. Das heißt, wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Okay? So. Runter wieder. Oder hast du gedacht, ich vergisst es? Weiter. Außen, innen, Mitte. Außen. Eins, zwei, drei, vier. Komm! Fünf. Komm! Und? Alles gut bitte? Okay.
kurz ausruhen, 3 Sekunden, dann wieder aufstehen. Mein Ziel war mit dem Training, dass ich wirklich sehe, ob er wirklich auch einen starken Ehrgeiz hat oder ob er wirklich so einer ist, der so nach 2 Liegestützen sagt, ich will nicht, nee, ich will mit sowas nichts zu tun haben. Aber wirklich, der hat es durchgezogen. Da habe ich gesagt, okay, nach dieser Aktion, Art von Training, kann ich gerade aus diesem Gangster-Rapper rausholen. Weißt du, dieses, ey, ist mir scheißegal, wie ihr denkt, innerlich kackt er ab, aber es zeigt er nicht so äußerlich. Das war geil. 11. Was kommt nach 11? 9. 14. 9. 7. 3. 2. Und 1. Fertig. Wie fühlst du dich jetzt? Du darfst Wasser trinken. Ach, danke. Spaß. Nein, du darfst Wasser trinken. Alter. Und? Wie fühlst du dich? Ich hab's. Wir haben jetzt gerade schon gute Übungen gemacht, muss ich sagen. Hast du auch gut gemacht. Aber ich bin immer noch nicht so krass überzeugt. Das war jetzt gerade mit nur das etwas Aufwandtraining, was wir im Knast machen. Jetzt kommen wir halt zu das richtige Training. Dafür wechseln wir jetzt ein bisschen den Ort und gehen zu ein paar Maschinen. Klimmzüge will ich jetzt sehen und Dips. Okay. Wir sind jetzt hier in Freiübung. Das heißt, alles läuft hier mit Eigengewicht. Klimmzüge, Dips, Liegestütze, alles nur noch über dein Eigengewicht. Das heißt, ich will jetzt 100% sehen. 1, 2, 3. 4 und halten. 3, 2, 1. Beine strecken. Hallo, was ist das? Und strecken nach unten und runter. Jetzt machst du die Arme so. Und let's go! 1. Komm! Komm, 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 komm! Halten! 1 plus 1. 1 plus 1. Was? 2. 2 Stück. So, jetzt kommen wir zur nächsten Übung, eine Rückentrainingübung für den Latissimus. Komm. Und jetzt ist sehr viel Kopfarbeit gesagt. Und hochziehen. Sehr gut. Komm. 1, 2, 3, 4. Hoch. Halten, 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 halten. Okay, runter. Das war's. Jetzt bist du offiziell ein Knacki. Komm, check. Sehr schön, Alter. So, ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt gleich ein bisschen frisch, gehen was Kleines futtern und gehen zum nächsten Step. Du siehst aus wie so ein Florist. Ich denke mal, ein bisschen neue Outfit wird dich stehen für hier heute. Weil hier einiges auf dich zukommt. Machen wir so. Machen wir so? Chillig. Okay, Bro. Auf, dann geht's los. Ich befinde mich gerade hier in der Maizeil im Food Corner. Ich warte auf Mo und auf Alex. Hier werden wir sein heutiges Outfit raussuchen. Wir werden hier auf jeden Fall fündig werden. Es gibt hier coole Sachen und vor allem für das, was wir vorhaben, genau das Richtige. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist aufgeregt. Ja, schon. Sit! Sit, Mann, ich warte doch schon die ganze Zeit auf dich. Yeah. Geil, Alter. Ey, oh, freut mich. Schön, dich kennenzulernen, Bruder. Da sagt jetzt Bruder, ich hab's ihm beigebracht. Alter, dieses Outfit. Deine Haare. Danke. Deine Haare. Danke. 7 Jahre. 7 Jahre lässt du wachsen? 7 Jahre. Okay. So, Pimp the Nerd steht unter dem Zeichen von der Rap-Musik. Das heißt, den Nerd, den wir kriegen, in dem Fall Alex, wandeln wir um in einen Rapper. Und nicht nur die Optik, an allem wird gearbeitet und gefeilt, dass er möglichst gut rappen, einen Rapper darstellen kann. Richtig flashig, als allererstes fand ich hier diese Jacke. Ich find's cool. Könnte interessant cool aussehen, ich trage normalerweise nicht orange. Du bist also offen für alles. Sag ich jetzt hier, rot ist eigentlich meine Farbe. Ja. Aber du, wir machen offen mal für alles. Ich würde sagen L-Sit, oder? Probier erst mal L an, mal gucken. Ja. XS an da. So ein dunkelblau ist auch geil. Zieh erst mal das an. Mo bringt dir was nachträglich rein. Ja, right, machen wir. Ja, das Ziel mit dem Outfit war, weil er war ja wirklich krass. Am Anfang optisch sah er jetzt nicht so aus, als ob man aus dem einen Rapper machen könnte, weil er sah aus wie so ein Bewährungshelfer, Betreuer oder
so ein Staatsanwalt, der gerade so gerade seine Lehre abschließen will. Dann habe ich gesagt, nee, sowas geht gar nicht. Dann habe ich mir gesagt, ich muss auf jeden Fall, muss er durch mich und Max aussehen, so ein richtig abgefuckter Rapper. Nein, Mann, das ist nichts. Ja, bist du kurz? Ich schwöre, das ist gar nichts. Die Hose rauf. Nee, das ist zu. Digga, das ist aus so einem Dealer, Alter. Nein, das ist das. Ich glaube, in deinem Fall ist es auch besser, wenn wir so ein bisschen eintönig bleiben, nicht zu bunt. Ja, der ist gut, der rechte ganz. Der hier. Oder Sid? Wie läuft's? Bei mir? Zeig mal. Ja, ich bin gerade in Unterwäsche. Das habe ich doch gemeint. Aber wenn er Rapper-Outfit haben soll, braucht er auf jeden Fall noch irgendwas als Mütze. Mo und ich haben uns überlegt, was stellt ein Rapper von heutzutage dar und was kann Alex vor allem auch dann nach dem Dreh weiterhin tragen. Jetzt ist so aus dem Motherfucker Sidney Style. Wenn die Haare noch gemacht sind. Ja, also Rapper geht auch schon durch. Das ist angenehm. Halt bisschen, nee, ist cool. Jetzt siehst du ein bisschen leicht bedrohlich aus auf jeden Fall. So, also dich würde ich so meine Tochter nicht vorstellen. Schon mal gut. So Leute, Outfit sitzt jetzt. Wir haben jetzt alles bekommen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen die Haare fresh machen, damit der Tag ein bisschen besser wird. Weil er so schlecht ist. Wir sind jetzt hier in Offenbach voller Coup, denn es ist wieder Zeit für ein haariges Wunder. Wir müssen überlegen, was wir jetzt machen. Er wird sich die Haare schneiden. Mo und die Friseure da drin werden jetzt passend beraten. Bist du ready? Ja. Alles klar, dann geht's direkt los. Im Anschluss sind wir zum Friseur gegangen, denn Alex Optik war speziell. Er hat sich 7-8 Jahre lang die Haare einfach wachsen lassen und das sah man auch. Zusätzlich muss man sagen, hat Alex lichtes Haar. Das heißt also, die Lösung mit den langen Haaren ist gar nicht so verkehrt, aber man muss das Ganze optimieren. Vielleicht Spitzen so ein bisschen kürzer kann man machen, aber oben nicht schneiden, nur die Seite so ein bisschen fresh. Geil. Wann hast du das letzte Mal die Seite sauber gemacht? Schon länger, gell? Anfang dieses Jahres, Januar. Okay, dann mach noch höher. Ich glaube, das wird cool. Ich vertraue den Jungs, muss ich sagen. Der Max hat auch richtig Ahnung von Haaren, also ich glaube, ich bin in guten Händen. Du ziehst und ich ziehe. Zieh eine. Aber kann ich bei dir ziehen? Nein, das war er. Guck mal, ich weiß nicht, der macht diese so. Aber guck mal, wo du ziehst, Max, du ziehst nach da, Digga, du kannst die Nase brechen. Nach unten. Ich hab ihn trotz meinen Finger. Der hat meinen Bart reingemacht, der hat seine Nase in meinen Mund reingemacht. Ey, ich hab ihm Knöchel in seine Zähne gehauen, Alter, Entschuldigung. Eins, zwei, drei. Oh. Ich vertraue dir, Max. Ja, wir kriegen das hin, wenn nicht ist. Ja, ist gut. Andere Seite. Ey, man kann nichts sagen, er vertraut mir. Jedenfalls, Friseur war darauf zu achten, dass es natürlich Alex gefällt. Alex ist Familienvater, hat seine Frau, auch ihr muss es natürlich gefallen. Wir haben den Bart gesäubert, wir haben die Nase enthaart, die Ohren enthaart, Augenbrauen gezupft und haben einen geilen Übergang zu seinen langen Haaren gemacht. Das kombiniert schön eng zurück, schön glatt zurück zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Das war auf jeden Fall der Style, der Alex in einem ganz anderen Licht hat aussehen lassen. Da-ding. Boah, Digga, Alter. Es ist das erste Mal seit 7 Jahren richtig gepflegt wieder. Wir waren kurz davor, ihm eine Glatze zu verpassen. Dann haben wir gesagt, nee, der hat nicht diese Kopfform für eine Glatze. Das Einzige, was uns retten kann, ist dieses Null auf Seite, nach oben den Übergang, einen festen Zopf gegelt, damit er wirklich aussieht wie so ein Motherfucker. Boah, das sieht schon dope aus. Da wird sich deine Frau freuen. Ja, ich glaube auch. Was hat ihr so gesagt? Hat sie deine langen Haare gemocht? Ich glaube schon, auch. Aber die sind ja noch immer lang. Die sind immer lang? Du bist einfach nur ein bisschen fresher. Aber jetzt ist so ein bisschen bin jetzt halt mal richtig gepflegt, ne? Top. Wie lange seid ihr schon zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre? Wo habt ihr euch kennengelernt? Nach dem Abitur. Ja. Was hast du für LKs? Mathe, Physik. Das ist nämlich perfekt, denn da, wo wir jetzt als nächstes hingehen werden, wirst du Mathe und Physik ganz bestimmt nicht brauchen. Sondern Kondome und Hennessy-Flasche. Nice, richtig cool. So, was geht ab? Wir sind jetzt hier im Studio und nehmen jetzt gleich ein Welthit auf. Was aber noch viel wichtiger ist, zum Outfit braucht man immer richtige Schuhe. Und dieser junge Mann hat Schuhgröße 50. Könnt ihr euch vorstellen, die kriegt man nicht irgendwo hier im Handel. Ich hab aber so einen. Nichtsdestotrotz, hier Schuhgröße 50. Du bist geil. Ey, ich danke euch. Ultra korrekt. Saftig.
Das ist saftig. Geil aus. Warte, ich will mal gucken, wie das aussehen würde. Digga, das ist eine Matratze. Das ist ein Sofa für dich. Ob ich seriös aussehe. Alter. Alter, kann nicht sein, Digga. Digga, Alter, es ist. Steht dir. Du steigst jetzt auch erstmal ins komplette Outfit. Gerne. Du wirst erstmal gepimpt. Genau, er wird jetzt kurz vorher gepimpt, bevor es ins Studio geht. Yes. Pimpt ist es gleich. Nach dem Friseur hatte ich halt das Termin bei meinen Produzenten, bei Eamon und Moreno, die auf uns gewartet haben im Studio. Wir sind dann ins Studio hochgefahren. Ich habe denen gesagt, ey Jungs, bitte bereitet mir einen Beat vor. Wir sind jetzt auf dem Weg. Die Jungs sind wirklich sehr krass. Und dann sind wir im Studio gewesen, haben dann dort mit Alex und Max, haben wir dort was Geiles vorbereitet, geschrieben. Und dann haben wir dort einen kleinen Hit, ist dann dort entstanden auf jeden Fall. Du weißt ja, warum wir hier sind. Wir wollen halt einen Hit produzieren. Und da du jetzt sowieso aussiehst wie ein Motherfucker, muss auch ein Motherfucker-Song gemacht werden. Und ich würde sagen, wir recorden jetzt, oder? Habt ihr schon was vorbereitet? Wir haben auf jeden Fall was vorbereitet für dich, Bro. Wir haben was gesampelt. Das ist Mo seine Spezialität auf jeden Fall. Er hat uns einen geilen Oldschool-Song gezeigt und wir haben den gesampelt für dich. Kannst du auf jeden Fall mal reinhören. Boah, das sind noch die Jet Li-Filme. Ja, Mann. Alter. Ja, wir sind immer im Club. Er fühlt es. Die Flaschen sind so geköpft, Digga, Alter. Digga. Ja, böse. Böse. Gefällt er dir, ja? Der ist gut. Mach mal Stopp. Wir haben keinen Künstlername, Digga. Stimmt. Sid, irgendwas mit Sid. Sid? Wirklich? Meinst du, der verdient den jetzt? Boah, Sid ist schon ein hartes Prädikat. Dann müssen wir als Rap-Name Sid? Eigentlich bist du Sid. Das ist immer ja, dein. Ich bin Sid. Weißt Sid. Du, dein, ja, ja, das bin Sid. Dein alter Ego ist Sid. Eigentlich wollte ich wie 50 Cent, 25 Cent, aber geht ja nicht. Wir müssen was anderes. Nein, wir müssen irgendwie so. The White Bread. White Bread. The Slim Dick. Slim Dick. Der Schlimme. Slim Dick. Ja, Slim Shady. Slim Dick. Aber er ist ein dicker Schatz. Wir wollen hier nicht so vulgär, kein ordinäres TV. Das wollen wir nicht. Aber Slim ist nicht wahrheitsgemäß. Muss ja repräsentieren. Big White. Big White. Big White. Big White. Das ist Dings. The Big White. Ja. What up? Hier ist Big White. Ja, das ist geiler Name. BWD. Okay. BWD. 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 So, dann haben wir alles. Dann würde ich mal sagen, ich mach mit Didi Hook. Ja. Und er macht den Part. Wie immer sind wir auf nichts vorbereitet. Also er natürlich ohne Kenntnisse, ich natürlich auch. Das heißt, wir springen mal wieder schön ins kalte Wasser. Ja, auf geht's. 069 in der Hut macht Platz. Okay, perfekt. Nochmal. Wir machen es jetzt 4-5 Mal, ja? Ja. Vom Main bis in die Innenstadt. Ah! Hier, hier Flaschen Champagner, Digga. Wow. Sit Yarak. Ich poppel in the bottle. Komm. 069 in der Hut macht Platz. Motherfucker. Vom Main bis in die Innenstadt. Little Sucker. Ich hab noch nicht mal Text. Ich hab noch nichts. Ey, einfach drauf schalten. Wir machen einfach nur Quatsch. Einfach drauf schalten. Einfach. Ja, ich muss, ich glaube, erstmal locker werden. Das ist so ein deswegen sag ich es hier. Einfach machen. Einmal keiner machen. Denkt gegen was. Wir wissen alle, wir sind einfach. Am Anfang war der wirklich noch ein bisschen eingerostet, was seine Stimme betrifft. Da haben wir dir mehrere Tipps gegeben. Max ist, wie gesagt, der ist ja ein geborener Künstler. Der hat wirklich die Hook krass gemacht. Ich habe natürlich die Hook auch krass gemacht. Klar, ich bin ja Moduzzi. Bei Alex haben wir halt ein bisschen den Coaching rausgelassen. Max hat ihm Tipps gegeben. Ich habe ihm Tipps gegeben, wie er wirklich seine Stimme einsetzen kann bei dem Beat. Wen kennen alle Stars? Pull up im Santorini. Oh Gott, scheiße. Wen kennen alle Stars? Ah, sorry, ist ein bisschen zu aggressiv, oder? Kann es sein? Nee, lass dich free. Ich habe gerade Gänsehaut, Alter. Boah, Digga, ich hasse meine eigene Stimme. Ja, okay. Wurde ja schon auf Stopp gesetzt. Ich weiß ja, wie es ist. Ich habe ja schon einen Track mit Mo aufnehmen müssen. Man kommt sich sehr dumm vor, wenn man dann einfach so aus dem Nichts anfangen muss zu rappen. Mit Sicherheit ist er sich blöd vorgekommen. Aber im Großen und Ganzen hat er es geil durchgezogen und wir haben einen richtig brutalen Track aufgenommen. Und ich glaube, Alex war selber überrascht, was alles so in ihm schlummert. Wen kennen alle Stars? Hey, Digga, was? Du darfst deine Stimme nicht verkrampfen, du musst locker reden, als ja, ob okay. Du was liest. So wie Mo. Wen kennen alle Stars? Wen kennen alle Stars?
Aber versuch ein bisschen höher, deine Stimme zu machen, zu schreien. Wer kennt alle Stars? Wen kennen alle Stars? Pull up im Santorini. Ist das ist nicht euer Takt, ne? Models, Brasilia, Jack La Familia. Man fühlt sich am Anfang so sehr irgendwie auf ein Podest gestellt und soll performen. Man muss halt erstmal in so einen Flow reinkommen. Und wenn man das dann so ein bisschen hinkriegt, dann kommt man auch mehr zurecht, seine eigene Stimme zu hören, was ich immer eine echt komische Sache finde, sich dann selber zu hören plötzlich. Man gewöhnt sich dran tatsächlich. Also braucht einfach so 10 Minuten und dann ist man einigermaßen drin. Der hat sich auf jeden Fall gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Der war am Anfang ein bisschen steif. Dann wurde er mal lockerer und dann ist er gekommen. Ja. 069 in der Hut macht Platz. Vom Main bis in die Innenstadt. Brutal, Alter. Stabil. Richtig solide Leistung. Richtig. Das ist erstmal super. Ach. Das ist aber, das ist krass, das feier ich. Das ist ein Ohrwurm, Alter. Das, ja, ist schön. Das ist wie, als ob gerade ein Kind laufen kann. So. Man mag es kaum glauben, aber wir haben hier wirklich gerade einen richtig geilen Track aufgenommen. Alex oder BWD, BWD in dem Fall hat sehr, sehr BWD geil performt. Es zeigt auch einfach mal. BWD. Es zeigt einfach, dass wenn man manchmal ins kalte Wasser springen muss, dass es doch Spaß macht für was Gutes ist. Man wächst dann in Aufgaben und du hast auf jeden Fall gezeigt, dass du Spaß hast. Es hat uns auch Spaß gemacht. Und für diesen Track werden wir natürlich auch ein Video drehen. Also in dem Sinne, weiter geht's. BWD. BWD, merkt euch ihn. Zu Alex, was ich ihm mitgeben will, ist so, ey, der Typ ist wirklich cool drauf, der soll bleiben, wie er ist. Der ist wirklich auch so ein exotischer Vogel. Man darf jetzt nicht wirklich jeden so abstempeln von das Äußerliche, weil er war ja wirklich innerlich, wirklich Top-Mensch. Den kann man wirklich auch als Freund haben. Und mein Tipp so, ey, bleib, wie du bist, Digga. Du bist wirklich coole Socke. Ich feiere dich auf jeden Fall richtig krass und ja. Wir haben ein richtig geiles Musikvideo gedreht. Man muss auch sagen, Alex, und das ist der Effekt von dieser Challenge, ist immer mehr in seine Rolle reingewachsen. Er hat sich immer freier gefühlt, er konnte sich immer mehr gehen lassen und ich würde sagen, er hatte auf jeden Fall auch sehr viel Spaß mit uns und wir vor allem auch mit ihm. Das Musikvideo lief wirklich sehr, sehr krass. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass er wirklich so sich vor der Kamera nicht scheu ist, dass er wirklich den Gangster rauslassen kann und locker drauf ist, arrogante Blicke treffen kann. War richtig cool. Was geht, Leute? Also, wir sind jetzt gerade... Hey! Hallo! Wir sind jetzt gerade hier, wir sind auf Weg zur nächsten Station am wunderschönen Main von Frankfurt. Dort erwartet uns jetzt gleich ein Boot, denn dort drehen wir das Finale von unserem Hit. Wenn ich Alex eine Note geben würde, von 0 bis 10, gebe ich ihm auf jeden Fall glatte 10. Denn das Entscheidende für dieses Format Pimp the Nerd ist die Bereitschaft, wirklich eine Umwandlung auch durchzumachen. Die Bewertung von mir, sag ich ganz ehrlich, wenn ich mir heute das ganze Deutschrap angucke, kriegt er eine glatte 10 von mir, von 0 bis 10 auf jeden Fall. Leute, was geht ab? Der Song erscheint am Donnerstag um 23:59 Uhr auf Spotify, überall digital erhältlich. Wir haben jetzt den letzten Part gedreht für das Video und das könnt ihr euch am Freitag um 18 Uhr geben. Das ist ein brutaler Track. Mit ja, Mann. 069. 069. 069. 069. 069. 069. 069. 069.